Streiche das Wort Job aus deinem Lexikon, wenn du IT-Experte, Berater, Freelancer oder angehender Agenturinhaber bist, Digitalagenturinhaber, dann streiche bitte das Wort Job ein für alle Mal aus deinem Lexikon. Was meine ich damit? Job ist per Definition das exakte Gegenteil von erfolgreicher Selbstständigkeit. Und dabei sage ich, dass manche, die quasi auf dem Papier selbstständig sind, Freelancer, eigentlich nur einen Job haben, letztendlich Angestellte sind, die Rechnungen stellen, zum Beispiel an großen Vermittleragenturen und dergleichen, genauso wenig Freiheiten genießen wie ein Angestellter, nur mit dem Unterschied, dass sie sich selbst versichern müssen und dergleichen. Und auf der anderen Seite gibt es Angestellte, die fungieren und sich ins Zeug legen, als wären sie Unternehmer oder Unternehmerinnen innerhalb eines Unternehmens. Ja, also da gibt es auch Überlappungen und ich stelle grundsätzlich oder wir hier bei uns, Klein Marketing, stellen grundsätzlich auch nur Leute ein oder nehmen auch nur Freelancer entgegen, die uns zuarbeiten, die grundsätzlich das Prinzip Job versus selbstständiges Arbeiten verstanden haben. Ja? Das heißt, auch Leute, die wir fest einstellen, stellen wir nicht ein, wenn sie einfach nur einen Job brauchen oder einfach nur einen Job ausführen wollen, ja, da sind sie bei uns komplett falsch. Ja, da kannst du irgendwie zur Stadt München gehen oder sowas, ja, oder irgendwo anders, die halt einfach einen Job suchen, ja, 9-to-5 oder sowas, aber eben bei uns nicht. Und das ist letztendlich für dich auch ganz, ganz wichtig, wenn du erfolgreich selbstständig werden möchtest, ja, und dir vielleicht auch mal komplett mal einfach konkret auch hinterfragen, wenn du vielleicht schon längere Zeit selbstständig auf dem Papier bist, also sprich Freelancer, der aber letztendlich einfach nur Angestellter ist, der Rechnungen stellt und genauso wenig Freiheiten genießt oder sogar noch, vielleicht sogar noch weniger wie Angestellte, weil wenn du mal krank bist, musst du irgendwie dann wird dir nichts bezahlt und so weiter und so weiter. Und ob das letztendlich das ist, wofür du dich letztendlich selbstständig gemacht hast. Und deswegen möchte ich hier mal in diesem eigentlich zweiten Teil meines, also quasi an dieses Video anknüpfen, an das erste Video, das ich gemacht habe, wo ich genannt habe auf YouTube. Kannst du ja gerne mal schauen, verlinke ich dir auch nochmal. Aktionsplan für deine Selbstständigkeit, erfolgreiche Selbstständigkeit als IT-Dienstleister, Experte, Berater etc. Und da haben wir einfach nochmal kurz zur Wiederholung nochmal diese drei Punkte hier aufgegriffen. Ja, das erste ist erstmal, werde dir überhaupt erstmal über deine Stärken bewusst, über deine Talente, deine Stärken und deine Passion. Idealerweise ist das alles drei miteinander verknüpft. Dann generiere daraus deine Positionierung. Das heißt, was möchtest du im Markt darstellen? Ja, welche Wahrnehmung möchtest du im Markt erzeugen? Darüber gleich noch mehr. Wenn du dann das hast, dann erst suchst du dir die Zielgruppe, die dann zu deinem Angebot passt, zu deiner Positionierung. Und dann, wenn du diese Zielgruppe dann definiert hast, dann gehst du ans Eingemachte und dann fängt sozusagen die richtige Umsetzung erst an. Dann musst du mindestens mal 30, 50, besser noch 70 Kunden im 1-zu-1-Gespräch mal anrufen, mit dem mal kommunizierend haben. Ja, hier einfach mal Marktfeedback generieren aus der echten, also aus der Realität. Bis zu dem Zeitpunkt sind die meisten häufig noch in irgendwelchen theoretischen Gedankenmustern gefangen, ja, in Modellen, Geschäftsideen etc. pp. Und wenn du dann die Realität sozusagen dich eingeholt hat und das immer noch passt, dann kannst du dir eine konkrete Zielsetzung machen mit einem konkreten Timeframe und dann dir eine so erste kleine Mini-Pipeline aufbauen von so mal 200, 300. Ich würde mal sagen, so als Einzelunternehmer kannst du gleichzeitig maximal 200 bis 300 Kontakte im B2B als IT-Experte, ja, gut managen noch, ja. Wenn du wirklich sehr gut bist, hast die richtigen Tools, vielleicht auch 500 oder 600, aber dann wird es schon schwer. Dann brauchst du schon auf jeden Fall auch Unterstützung. Ja? Kannst dich auch gerne bei uns melden, aber kannst auch gerne intern versuchen, dir Leute zu greifen, ja? Die idealerweise das Wort, den Unterschied zwischen Job und selbstständiges Arbeiten oder Unternehmer in Unternehmertum, Unternehmertum in Unternehmen zu sein und so weiter, das alles auch verstanden haben. Ja? Würde ich dir auf jeden Fall sehr ans Herz legen. Also Leute einstellen, die um 5.5 Uhr den Stift fallen lassen, würde ich dir abraten davon. Da komm lieber zu uns. Okay, so, jetzt mal ein paar konkrete Sachen hier noch
zum Thema Positionierung und wenn du dann sozusagen deine Zielgruppe definierst. Hier ist ganz, ganz wichtig, dass du auf die Außenwahrnehmung achtest. Und hier ist natürlich auch das sogenannte durch die Brille des Kunden schauen, ja, ganz, ganz wichtig. Es gibt so ein Indianervolk in Kanada, die sind mittlerweile, glaube ich, fast ausgestorben leider, ja. Und die haben mal gesagt, so ein Häuptling hat da mal gesagt, urteile nie über einen Menschen, ehe du nicht mindestens 1000 Meilen in seinen Mokassins gelaufen bist. Ja? Das bedeutet, du kannst letztendlich dich selber nicht wirklich so richtig einschätzen und deswegen musst du dieses Marktfeedback einholen. Du musst dabei super ehrlich sein, idealerweise einfach erstmal Informationen sammeln. Das hat erstmal sozusagen mit Verkaufen, mit Vermarktung eigentlich noch gar nichts zu tun. Ich würde es eher als ja, Recherche, klar, Marktfeedback. Im Grunde bist du sowas Ähnliches wie ein Journalist. Ja? Also investigativer Journalist sozusagen. Ja? Also das ist wahrscheinlich der beste Vergleich. Ja? Also du bist am Recherchieren, du bist am akribischen Datensammeln. Ja? Und um Zielgruppenverständnis und Zielgruppen daraus resultierende Zielgruppenkompetenz zu sammeln. Ja? Das heißt, du hast letztendlich 30, 40, 50, 70 Personen, Entscheider oder Entscheidergruppen und die erzählen dir bestimmte Dinge, Pain Points und so weiter. Das sammelst du alles, idealerweise bereits in einem CRM, habe ich dir hier unten auch Pipedrive verlinkt, einfach mal checken. Und dann, wenn du das alles akkumulierst, dann kannst du das auch auswerten und Überlappungen feststellen. Und da, wo die meisten Überlappungen sind, die meisten Gemeinsamkeiten, daraus kreierst du letztendlich deine Positionierung. Denn da, wo fünf Leute ein Problem haben, ist nochmal was anderes, als wenn aus 70 Leuten bei einer anderen Sache 30, also knapp ein Drittel, das, oder sogar mehr als ein Drittel, ja, 40% sind es ungefähr, ein gleiches Problem haben. Ja? Das heißt, hier geben sich quasi quantitativ Problemmuster, die du dann letztendlich umsetzen kannst und verwerten kannst, indem du dann daraus deine Dienstleistungen baust. Ja? Und das ist natürlich ein ongoing Prozess. Das heißt, nicht weil du jetzt mal mit 70 Leuten gesprochen hast, ist das irgendwie ein fester Bestandteil, sondern daran baust du natürlich kontinuierlich weiter. Ja? Aber du musst halt irgendwann mal anfangen, du musst sozusagen dein Proof of Concept, dein eigenes kleines Minimum Viable Product, ja, als Dienstleistung oder höchstwahrscheinlich erstmal als Dienstleistung erschaffen können. Ja? Und das ist dann so eine kritische Masse, wo du das quasi dann schon erschaffen kannst, weil im schlimmsten Fall, ja, von den 30 Kunden, die alle das gleiche Problem haben, gewinnst du, sagen wir mal, 5 oder 10 und kannst auf jeden Fall schon mal genug Geld damit verdienen, um dann wieder die nächsten Schritte einzuleiten. Ja, selbst wenn das dann doch nicht so repräsentativ gewesen sein sollte, wie du vielleicht, weil die quasi die statistische Relevanz nicht groß genug war, nachdem du, sagen wir mal, weitere 300 oder 500 oder 600 Gespräche hattest, dann sich doch wieder herausstellt, es sind dann doch wieder andere Themen oder sowas, die aber quasi daran irgendwie anknüpfen oder ähnlich sind. So kleine Nuancen wirst du dann immer wieder verbessern können. Aber es ist wichtig, dass du baldmöglichst ins Machen kommst, ins Tun, ins Kundengewinnen und deswegen diese Strategie des Minimum Viable Products, dieses Proof of Concepts, ja, mit, sagen wir mal, eine gewissen Anzahl von Kundengesprächen, die du erstmal alle gehabt haben musst. Ja? Und die kannst du natürlich alle alleine durchführen. Du kannst dir natürlich auch intern Hilfe holen. Du kannst dir natürlich auch extern Hilfe holen, so wie durch uns. Du kannst dir unten auch gerne mal eine Strategiesession bei uns buchen. Und damit möchte ich es jetzt auch bei diesem Video wieder belassen. In dem nächsten Video schauen wir dann von diesen drei Punkten dann den nächsten Punkt an, wie du es dann konkret machst, ein paar Tipps. Ja? Also diese Kundenkommunikation aufbaust, gibt es unendlich viele Tipps, ja, wie du überhaupt mal in diesen Kontakt reinkommst. Ja. Viele können sich das ja nicht mal vorstellen, wie sie überhaupt einen Entscheider in einer größeren Firma überhaupt, wie sie da überhaupt kontaktieren können. Die haben nicht mal, quasi nicht mal in der,
in ihrer Vorstellungskraft ist das nicht mehr vorhanden. Ja, die würden, den könnte ich einen Telefonhörer vor die Nase geben und sage, hier ist eine Firma, die ist 5.000 Mitarbeiter, ruf hier mal einen Entscheider an, der für dich und dein Portfolio, für deine Positionierung am relevantesten ist. Die wüssten gar nicht, was sie tun sollen. Also gar nichts, null. Ja? Weil es eben sozusagen nicht so offensichtlich ist, als wenn ich sage, ich hätte jetzt als Zielgruppe Zahnärzte und gut, dann kann ich halt in Google My Business gucken oder irgendwelche Listen, ja, Businesslisten oder gelbe Seiten und dann rufe ich halt einen Zahnarzt an, der ist maximal eine Assistentin, eine Zentrale und dann kommt als nächstes gleich der Zahnarzt. Ja, also die meisten Zahnarztpraxen sind vielleicht 5 oder 10 Mann groß. Also, dass natürlich in diesen Zahnarztpraxen du dann wieder ein ganz anderes Volumina brauchst, weil dort natürlich keine großen Lifetime-Values sind. Aber gut, das ist jetzt vielleicht zu fortgeschritten. Wie gesagt, im nächsten Video, ich freue mich auf dich, bis dahin. Abonniere auf jeden Fall den Kanal, dass du die nächsten Videos nicht verpasst. Ja, ganz, ganz wichtig für deine Aktionspläne, ja, dass du mal in die Gänge kommst hier. Und dann wünsche ich dir auf jeden Fall schon mal viel Glück und viel Erfolg und starte auf jeden Fall schon heute. Ja, auch wenn du vielleicht dieses Video heute schaust und mein nächstes Video kommt erst später raus. Du findest hier auf meinem Kanal noch so viel Input. Auf jeden Fall, wenn du ein 1:1 Gespräch mit mir möchtest, also wirklich direkt mit mir, ja, dann buch dir hier unten irgendwo ist die Strategie-Session oder geh einfach auf klein-marketing.com. Bis dahin, dein Thomas Kleinig, happy hunting, ich wünsche dir viel Glück, ciao.